Wir wollen ein bisschen genauer auf die aktuelle militärische Situation in der Ukraine schauen. In den vergangenen Tagen hat es ja zum Beispiel bei der Armee einiges an Veränderungen gegeben. Präsident Selenskyj hat den Oberbefehlshaber ausgetauscht, hat ihn ersetzt mit dem Mann, der bislang die Bodentruppen der ukrainischen Armee befehligt hat, in der Hoffnung, dass man endlich vorankommt. Aber es sind schwierige Tage und Wochen im Moment. Von Stellungskrieg ist da aktuell die Rede. Und was da wirklich passiert oder eben auch nicht, gegen die russischen Invasoren. Paul Ronsheimer hat sich umgeschaut. Fast 2 Jahre Krieg in der Ukraine. Wir fahren immer weiter in den Osten, an die Front, wo die ukrainische Armee mit den wenigen noch verfügbaren Mitteln versucht, die Russen aufzuhalten. Wir sind jetzt in Chassiv-Yar, das ist in der Nähe von Bachmut und die nächste Stadt, die die Russen einnehmen wollen. Besonders gefährlich sind die Drohnen, mit denen die Russen hier angreifen. Und nur weil es gerade sehr bewölkt ist, teilweise schneit und regnet, sind wir etwas sicherer als sonst. Ansonsten würde es hier auf dieser Strecke die ganze Zeit Drohnenattacken geben. Man sieht, dass hier eigentlich überall in dieser Stadt schon was eingeschlagen ist. Denn kaum ein Fenster ist noch heile. Man sieht dort überall die Auswirkungen verschiedener Explosionen hier. Und die Soldaten sagen uns, dass sich das gerade in den letzten Tagen intensiviert hat und in den nächsten Wochen noch extremer sehr wahrscheinlich werden wird. Also diese Stadt könnte die nächste sein, die dann so aussieht wie Bachmut. Denn eines steht fest, die Russen sind im Vorteil, kämpfen sich Meter für Meter Richtung Westen. In einem zerstörten Haus treffe ich einen Arzt in einem improvisierten Lazarett. Hier werden die verletzten Soldaten von der Front versorgt und dann evakuiert. An ein Krankenhaus erinnert hier nur wenig. Zuvor haben alle gesagt, das sei ein Krieg der Artillerie, aber das hat sich offenbar geändert in einen Krieg der Drohnen an der Ostfront. Ja, in dieser Gegend sind Drohnen die Hauptursache für Verletzungen im Bereich der Frontlinie. Ich kann dir sagen, wie schwer es ist, in der Winterzeit im Schützengraben zu sein. Aber die Russen sind immerhin in derselben Situation. Das Problem ist aber, dass unsere Soldaten wesentlich älter sind, um die 40 plus, verstehst du? Mit über 40 haben die Soldaten größere gesundheitliche Probleme und es wird immer schwieriger, so lange im Schützengraben zu liegen. Kaum noch Munition und erschöpfte Soldaten. Düstere Aussichten. Wir fahren weiter in Richtung der Frontlinie. Wohin genau, dürfen wir nicht sagen. Hier in dem Ort sind Zivilisten schon vor langer Zeit vor den russischen Angriffen geflohen. In einer Ruine treffe ich einen jungen Soldaten, der hier seit Wochen und Monaten die Stellung hält. Im Hintergrund ist immer wieder Artilleriefeuer zu hören. Wie fühlt es sich an, diese Stadt hier zu verteidigen, die fast komplett zerstört ist? Wir hören die Artillerie, die Drohnen. Ich weiß, dass wenn wir diese Stadt verlassen, sie die nächste Stadt angreifen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen hier bleiben und die Nachbarstädte beschützen. Die ganze Welt spricht darüber, dass ihr nicht mehr genug Munition habt und dass die Russen im Vorteil sind. Wie schlimm ist die Situation? So ist es. Aber schon während des gesamten Krieges hatten die Russen in Sachen Artillerie und Munition einen Vorteil. Aber für den Moment ist unsere Artillerie stark genug. Was war das? Das war unsere Artillerie. Okay, also ausgehend, richtig? Genau, ausgehend. Also unsere Artillerie ist momentan noch stark genug und kann durch wirklich hohe Effizienz die Munition, die wir haben, bestmöglich nutzen. Wenn die Russen 10-mal schießen, wie oft könnt ihr euch wehren? Ungefähr 2-mal für 10 russische Schüsse. Ich glaube, dieser Krieg kann nicht mit einem Manöver oder weiteren Manövern enden. Wir können nicht jeden Russen töten, weil die Zahl der Russen ist riesig. Die Russen wissen, dass wir niemals aufgeben können. Unter diesen Bedingungen kann der Krieg viele Jahre so weitergehen. Zumindest so lange, wie Oleksandr und seine Soldaten die Stellung hier an der Ostfront halten können.
Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.